Hallo meine lieben Freunde der Astronomie. Vor uns sehen wir ein interessantes Fluggerät. Leck mich am Arsch. Interessante Sonde. Und zwar den Exoplaneten Mars Orbiter. Es ist gar nicht so einfach, im Interplanetar. Pakruzifix! Hallo, meine lieben Freunde der Astronomie. Wir sehen uns. Es ist unfassbar. Hallo, meine lieben Freunde von Universe Sandbox 2. Sich befindet sich neutrales Helium und Wasserstoff aus der Balmer-Serie. Ja? Was immer das ist. Natürlich ist es mittlerweile so, dass man festgestellt hat, dass rote Zwerge generell Planetensysteme haben. Also diese Verbreitung von Planeten innerhalb von Systemen. Ein roter Zwerg, also die. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanales. Es gibt einen neuen Todeskandidaten oder besser gesagt einen neuen Asteroiden, der die Erde zerstören wird. Und zwar im Jahr 2022. Asteroiden hat Stufen ihn als potenziell gefährlich ein. Das ist so. Es gibt sehr viele potenziell gefährliche Satelliten, sage ich schon. Satelliten sind natürlich auch potenziell gefährlich. Mit einem atomaren Sprengstoff, Sprengkörper. Mit einem atomaren Sprengkörper. Ich flippe aus, ne? Das ist doch etwa wie. Terrestrisch gestürmt. Kruzifix, ey, ohne Scheiße. Terratarata. Welches aus Doppelsterns. Aus einem. Kruzifix leckt mich am Arsch. Und warum? Astronomieprogramm, muss man auch ganz klar sagen, aber Universe Sandbox 2 bietet die Möglichkeit, sich ein paar Abläufe innerhalb von Protoplanetation, um sich das Ganze mal mit dem Protoplanet. Kruzifix, das kann ich warten. So, meine Lieben, das war's wieder für heute. Fünf Themen. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanales. Bräuliche und weißliche tendiert. Hingegen, wenn zum Beispiel, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht.